Liebe Zuschauer, das Jahr 2023 hat an der Börse schon ziemlich gut angefangen. Zeigen sich jetzt schon erste Ermüdungserscheinungen oder steckt da mehr dahinter? Das und einen weiteren Ausblick schauen wir uns in der Sendung genauer an. Und dazu begrüße ich ganz herzlich David Kohl, Chef Volkswirt bei der Bank Julius Bär. Guten Tag. Herr Kohl, ich habe es angesprochen, es hat ja ordentlich angefangen, das Jahr. Jetzt gehen wir gar nicht so sehr auf die Weisheit ein, dass dann das Jahr eigentlich statistisch gesehen angeblich dann auch so gut weitergehen könnte. Ich formuliere es mit Absicht vorsichtig. Aber wir sehen jetzt am Dienstag, nachdem der Montag ja schon an diese Jahresanfangsrallye angeschlossen hat, der Dienstag mit Ermüdungserscheinungen. Ist das einfach aus Ihrer Sicht ein Durchatmen oder kommen vielleicht nach einigen Äußerungen von Seiten einiger Notenbanker jetzt doch mal wieder ein paar Zinsängste hoch? Ja, es wäre schön, wenn es so einfach wäre und man das einfach vorzeichnen könnte durch recht einfache kalendarische Regeln. Aber es ist in der Tat so, dass noch einige Herausforderungen bleiben, auch für die Börsen in diesem Jahr. Und da sprechen Sie genau das Richtige an. Die Frage ist, wie weit werden die Zentralbanken noch gehen? Das ist die entscheidende Frage auch für die Börsenentwicklung. Wie weit werden sie die Zinsen noch anheben? Wie weit müssen die Zinsen angehoben werden, um hier der ökonomischen Realität gerecht zu werden? Und das wird wohl die Börsen sehr stark beeinflussen, ob man sich hier erholen kann, ob hier die Preisentwicklung wieder nach oben zeigen kann oder tatsächlich noch mal Korrekturen anstehen. Aber es ist ja ganz spannend, weil was zum Teil eben auch am Markt dann bemerkt wurde, ist, dass eben einige Notenbanker sich so geäußert haben aus den USA nach dem Motto, Inflationsbekämpfung geht schon noch weiter. Eigentlich ist das ja jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich. Also war der Markt da vielleicht vorher ein bisschen zu überschäumend optimistisch, dass die Zinsängste zuletzt so zurückgegangen sind? Naja, wenn man sich die ökonomischen Zahlen anschaut, da kann man schon ein bisschen verwundert sein, warum die amerikanische Notenbank, insbesondere die amerikanische, jetzt weiter die Zinsen anheben möchte oder einzelne Zentralbanker aus der amerikanischen Notenbank hier so lautstark für weitere Zinserhöhungen trommeln. Dann schauen Sie sich an, wir haben in den USA eine Zinsen inzwischen von 4,5%. Ja, das ist recht ordentlich. Das liegt über dem, was eigentlich ein neutraler Zins sein sollte. Also die Politik ist restriktiv. Mhm. Gleichzeitig haben wir eine Inflationsentwicklung, die deutlich nach unten kommt. Sicherlich die Jahresveränderungsraten noch nicht ganz so, aber wenn man sich kleinere Zeiträume anschaut, also das letzte halbe Jahr in den USA liegt die Inflation annualisiert sehr wahrscheinlich jetzt bei 2% im Dezember. Das heißt, wir sind sehr weit runtergekommen bei der Inflationsentwicklung. Und dann kamen jetzt schon am Anfang des Jahres Zahlen, die zeigen, dass auch die realwirtschaftliche Entwicklung sich abschwächt. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, dass dieser Inflationsrückgang sich weiter fortsetzen kann. Da haben wir den Einkaufsmanager-Index, insbesondere im Dienstleistungsbereich, ganz überraschend hier auch in die Kontraktion gegangen. Und dann diese berühmte Arbeitsmarktentwicklung, wo man immer wieder drauf schaut, haben wir denn das Risiko, dass diese hohen Preise hohe Löhne bringen, hohe Löhne wieder hohe Preise bringen, also diese Lohnpreisspirale. Und auch hier haben wir Zahlen gesehen, die haben ganz positiv gestimmt. Die Lohnentwicklung lässt nach von ihrer Dynamik. Und das haben natürlich die Marktteilnehmer zusammengenommen. Das haben auch wir zusammengenommen und gesagt, naja, bei der Entwicklung muss man jetzt nicht unbedingt die Zinsen noch anheben. Und es bleibt eigentlich nur noch der eine Grund, warum man die Zinsen weiter anhebt, damit man eben die Marktstimmung nicht zu positiv werden lässt. Das ist unsere Vermutung, dass die US-Notenbank hier nicht möchte, dass eben durch ein Ende der Zinsanhebung und durch vielleicht eine positive Marktentwicklung hier wieder die Wirtschaft noch mal zu schnell wieder stimuliert wird, zu schnell in diesen inflationären Modus zurückkehrt. Und das ist vielleicht die beste Erklärung, warum Zentralbanken hier noch mal hervorheben, die Zinsen müssen noch mal anheben. Und ja, das würde natürlich die Marktentwicklung eher negativ beeinflussen. Also das würde die Marktentwicklung beeinflussen, aber wenn wir uns jetzt generell auch den Zustand der Wirtschaft in den USA anschauen, das war ja auch die ganze Zeit das große Thema natürlich, auf der einen Seite die Inflation bekämpfen, auf der anderen Seite die Wirtschaft nicht völlig abwürgen. Das heißt, würden Sie sagen, die Fed schießt dann Ihrer Meinung nach übers Ziel hinaus? Die schießt über das Ziel hinaus. Gleichzeitig muss man sagen, das ist nicht etwas, was die Märkte unbedingt jetzt schon spielen. Wenn Sie die Zinsentwicklung sich anschauen, wenn man sich auch Indikatoren aus den Finanzmärkten anschaut und fragt, kommt denn eine Rezession? Mhm. Dann muss man da immer dazu sagen, ja, die Indikatoren heute sind gefährlich nah an diesem Niveau, dass eine Rezession kommt, aber sie kommt eben erst in 12 Monaten oder in 18 Monaten. Also eine sehr lange Zeitverzögerung. Hat auch was damit zu tun, dass die Zinspolitik, diese restriktive Zinspolitik, die haben wir ja erst seit 3 Monaten. Mhm. Und wenn eine Politik restriktiv wird, dann hat sie natürlich negative Auswirkungen für die Wirtschaft, aber eben nicht in den nächsten 3 Monaten, sondern in den nächsten 18 Monaten. Das heißt, das, was jetzt an der Zinsschraube nochmal hochgedreht wird,
Das wird die Wirtschaft nicht in den nächsten 6 Monaten belasten. Das wird die Wirtschaft eben in dem kommenden Jahr oder am Ende dieses Jahres dann zu einem Thema werden. Und da werden wir uns noch mal genau anschauen müssen. Wenn Sie jetzt aber sagen, erst seit 3 Monaten restriktiv, es gibt ja auch Unterschiede, wenn wir jetzt mal vergleichen, zum Beispiel die FED und die EZB, weil die FED hat ja schon viel früher angefangen, an der Zinsschraube zu drehen als die EZB. Also das heißt, wenn man das Ganze jetzt vergleicht, wovon gehen Sie jetzt im Euroraum aus? Genau richtig. Also die Europäische Zentralbank hat da noch ein bisschen mehr Spielraum, auch die Zinsen anzuheben. Man ist erstens vom Niveau tiefer als die US-Notenbank. Zweitens hat man später angefangen. Das heißt, hier gibt es noch Spielräume, dass hier weitere Zinserhöhungen stattfinden. Und auch die Märkte sagen, naja, bei diesen 2% rund, bei denen wir hier bei der Europäischen Zentralbank sind, das ist nicht ganz restriktiv. Also hier kann man durchaus noch mal auf die 3%, 3,5% gehen. Dann wird es erst restriktiv. Frage ist auch immer hier in der Eurozone, brauchen wir eine restriktive Geldpolitik oder kommt die Inflation ohnehin runter, weil sie eben stark von Energiepreisen getrieben war, stark von Nahrungsmittelpreisen, also Segmente, auf die die Geldpolitik nicht gerade sehr starken Einfluss hat. Wenn wir uns jetzt aber auch mal den Zustand der Weltwirtschaft anschauen, also was ist da jetzt zu erwarten oder / zu befürchten? Sehen Sie hier auch Rezessionsgefahr oder so deutlich wie jetzt für die einzelnen Wirtschaftsräume gesehen? Ich glaube, bei der Wirtschaftsdynamik haben wir eine klassische Zweiteilung von dem Jahr. Das eine haben wir schon besprochen, habe ich angesprochen, dass es eben diese Rezessionsgefahren wirklich in der langen Frist, in den nächsten 12 Monaten, weil die Zentralbanken zu viel tun. In der kürzeren Frist entwickelt sich eine ganz interessante Dynamik und auch eine positive Dynamik, insbesondere wenn man sich Europa anschaut. Dort haben niedrigere Energiepreise dazu geführt, dass es hier wohl ein gewisses Durchatmen geben wird von der Wirtschaft, eben, dass gerade die energieintensiven Betriebe, die ihre Produktion zurückfahren mussten bei hohen Energiepreisen, dass die wieder produzieren können. Aber auch diese Exportausrichtung der Wirtschaft in Europa könnte dazu führen, dass gerade die ja wieder aufwachende Dynamik in China hier auch einen positiven Impuls geben wird. Das heißt, wir würden diese Zweiteilung sehen. Kurzfristig gesehen sehen wir ganz gute Chancen, dass die Konjunktur sich erholt, insbesondere für Europa und dann auch im globalen Kontext. Längerfristig muss man sehen, wie weit die Zentralbanken eben diese positive Entwicklung dann wieder zunichte machen werden. Jetzt hatten wir über Inflation schon einiges gesprochen. Wenn wir es den aktuellen Kontext anschauen, in dieser Woche am Donnerstag gibt es ja dann die Daten aus den USA zu den Verbraucherpreisen. Rechnen Sie da mit größeren Marktbewegungen? Ja, das wäre natürlich eine positive Entwicklung, wenn wir wirklich hier sehr deutlich ein deutliches Runterkommen sehen würden von der Inflationsrate. Klassisch, und das ist der Fokus von den Kapitalmärkten, schaut man sich die Monatsentwicklung an, wie sehr stark sind die Preise gestiegen. Das sind nicht sehr große Zahlen in der Regel. Wir können da erwarten, dass das ungefähr stagnieren wird von der Preisentwicklung. Also das Preisniveau wird gleich bleiben im Dezember wie im November. Und dann natürlich die prominente Zahl ist die Jahresvergleichsrate. Und die ist immer noch recht hoch. Die wird wahrscheinlich um die 5% ausfallen, 5,6% um den Dreh ausfallen. Das heißt, das ist immer noch recht hoch. Und wenn das natürlich dramatisch unter diesen Wert sinkt, weil das wäre natürlich eine positive Überraschung. Und es müsste ausreichend sein, um wirklich eben die US-Notenbank hier abzubringen von diesen dramatisch weiteren Zinserhöhungen. Das ist etwas, worauf der Markt schaut. Man muss dazu sagen, wahrscheinlich wird es nicht die Riesenüberraschung geben. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese eine Zahl hier wirklich die Zentralbank davon bewegen kann, von diesen Motiven Abstand zu nehmen, die wir ja schon besprochen haben, in denen man sagt, die Zentralbank muss hier mehr tun. Die möchte eigentlich die Märkte immer ein bisschen zurückhalten, dass man hier nicht zu euphorisch wird und damit diese Geldpolitik konterkariert. Euphorisch war ja schon ein bisschen der Jahresanfang. Wenn man vor allem auch vergleicht, im vergangenen Jahr hat der DAX ja dann unterm Strich doch einiges verloren. Jetzt nicht so dramatisch, wie man zwischenzeitlich vielleicht dachte, aber trotzdem, der Jahresanfang war jetzt ganz ordentlich. Stellt sich natürlich die Frage, wenn wir uns jetzt das anschauen, was Sie gerade skizziert haben. Also Rezessionsgefahren, wenn dann aber später, erstmal sogar hier Erholungsmöglichkeiten. Je nachdem, wie sich die Zinspolitik natürlich auch weiter gestaltet, entsprechend gelaunte Märkte. Das heißt, womit rechnen Sie? Wo geht es hin in 2023 jetzt für die Aktienmärkte?
Ja, vielleicht erstmal der Vergleich zum vergangenen Jahr. Sicherlich kann man sagen, beide Jahre haben ähnlich gestartet, wenn man sich die ersten Wochen anschaut von der Preisentwicklung. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man Aktienmärkte anschaut, schaut man sich ja gern die Preise im Verhältnis zu der Gewinnentwicklung an, also die Bewertung, die an den Aktienmärkten gehandelt wird. Das ist ein guter Maßstab dafür, wie viel Euphorie, wie viel Risikoappetit in den Märkten ist. Mal ganz abgesehen davon, wie es fundamental, wie es mit der Wirtschaft läuft. Und da ist der große Unterschied. Was im letzten Jahr stattgefunden hat, ist, dass man von einer hohen Bewertung, also wirklich den Märkten sehr viel Goodwill gegeben hat, runtergekommen ist zu einer recht normalen Bewertung. Und das hilft natürlich, dass jegliche Zurückkommen des Risikoappetits hier für eine positive Entwicklung an den Märkten sorgen wird, insbesondere kurzfristig. Das langfristige Risiko runter, was auch für 2023 die Aktienmärkte sehr viel stärker bestimmen wird als im letzten Jahr, ist, können Unternehmen immer noch dieses Niveau an Gewinnen erwirtschaften, wie sie es letztes Jahr gemacht haben, mit schwächerem Wachstum, mit höheren Zinsen, mit vielleicht auch geringeren Margen. Also da wird der genaue Augenmerk drauf lasten. Wir glauben, das kann man noch mal ausblenden in der ersten Jahreshälfte, in den ersten 3 Monaten, weil eben dieser Risikoappetit zurückkommt. Das wird aber schwierig auszublenden sein, dann in der zweiten Jahreshälfte, wenn wirklich die Belastungsfaktoren sich komplett entfalten auf die Ebene der Gewinne, der Unternehmensgewinne. Jetzt haben wir zuletzt auch gesehen, also das Thema China, dass da quasi, nachdem die Restriktionen aufgehoben wurden, dass das unter anderem ja auch die Tech-Werte dann wieder ein Stück weit mobilisiert hat. Stichwort Risikoappetit kommt wieder zurück. Sprich, wenn wir jetzt auf verschiedene Sektoren, auf verschiedene Branchen schauen, was würden Sie da sagen, für welche könnte das ein gutes Jahr werden, für welche eher nicht so? Ja, wenn wir anschauen, wo wir herkommen, dann sehen wir natürlich, dass diese defensiven Branchen ganz gut funktioniert haben. Healthcare, aber auch Versorger, das waren Branchen, die haben ganz gut funktioniert. Also alles, was einen stabilen Cashflow verspricht oder überhaupt was hohe Dividenden ausschüttet, also wirklich diese stabilen Werte. Wir glauben, das kann noch ein Stück so weiterlaufen. Ja, aber dann haben wir eben diese Faktoren, Rückkehr des Risikoappetits. Dann auch vielleicht die große Überraschung, dass eben eine Rezession in Europa wegen der hohen Energiepreise nicht so deutlich ausfällt, nicht so dramatisch ausfällt oder vielleicht auch ganz abgesagt werden muss. All das sind Bereiche, die dann eher die zyklischen Werte fördern würden. Zyklische Werte, die halt wirklich von einem konjunkturellen Aufschwung und sei er noch so kurz profitieren würden. Und da wird wohl die nächste Welle an positive Entwicklung stattfinden. Die Tech-Werte oder die sogenannten Wachstumswerte, ja, die sehr viel davon abhängig sind, dass die Gewinne weit in der Zukunft erwirtschaftet werden oder die großen Gewinne weit in der Zukunft erwirtschaftet werden, die werden es wohl noch ein bisschen schwierig haben. Das hängt wirklich sehr stark von der Zinsentwicklung ab. Und da ist das einzige Positive, was man sagen kann, das Zinsniveau ist schon relativ hoch und hat wohl hier auch seinen Zenit erreicht mit in den USA die Umlaufrenditen zwischen 3,5% und 4%. Das waren die Höchstkurse dort gewesen. Wenn das wieder raufgeht, dann ist das schlecht für diese Wachstumswerte. Wenn es nachlässt, und das haben wir jetzt gesehen, dann können auch diese Technologiewerte immer wieder profitieren, denn sie werden wirklich danach bewertet, was weit in der Zukunft stattfindet. Das muss diskontiert werden, das muss dann natürlich weniger, es wird dann natürlich weniger wert, wenn die Zinsen hoch sind. Das heißt, für diese Werte muss man sich das nochmal ganz genau anschauen, ob die wirklich dann profitieren können. Jetzt haben wir uns einige kurzfristige oder auch ein bisschen längerfristige Aussichten angeschaut oder darüber gesprochen. Was würden Sie sagen in dieser Situation am Anfang dieses neuen Jahres? Wie können sich Anleger jetzt hier ein bisschen orientieren? Ja, man sollte vielleicht dann nochmal überdenken, ob man nach diesem recht dramatischen Jahr 2022 wirklich so negativ positioniert sein möchte, was den Risikoappetit angeht. Und es könnte sich dann schon lohnen, dass man hier gerade wieder in die Risikowerte stärker hineingeht und hier eben davon profitiert, dass die Kurse, sie sind ein bisschen gestiegen, aber immer noch moderat sind, solide bewertet. Das heißt, hier ganz gute Einstiegsmöglichkeiten auch in dem Aktienmarkt bieten. Herr Kohl, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, soweit der Blick. Es ist jetzt schon noch nicht so wirklich viel Zeit vergangen in diesem neuen Börsenjahr. Der Anfang war recht ordentlich und jetzt stellt sich die Frage, sind das jetzt schon erste Ermüdungs- und Verschleißerscheinungen? Kehren so ein paar Ängste zurück? Also wird noch einiges Spannendes in dieser Woche veröffentlicht und wir halten Sie natürlich wie immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.